Hallo und willkommen zu dem versprochenen Update an der Pava News. Lebenszeichen von uns sozusagen. Ja, wir fangen auch gleich an, denn wir haben eine kleine Liste abzuarbeiten, damit wir euch mal auf den neuesten Stand bringen können. So, erstmal kommen wir dazu, dass ihr natürlich jetzt schon längere Zeit, 3 Monate mittlerweile, nichts mehr von uns gehört habt. Wir wissen, darauf wartet ihr natürlich am meisten. Ihr habt zwischen uns von uns immer mal ein Lebenszeichen gehört, auch dass wir auf dem Location-Check und auf der PE waren und so weiter und so fort, aber keine Präsentation hochgeladen haben. So, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass das Jahr 2017 für uns alle recht holprig begonnen hat. Holpriger, als es uns lieb gewesen wäre. Gab verschiedene Gründe von den verschiedenen Teammitgliedern, aber letztendlich war es so, dass es wirklich sehr holprig angefangen hat und wir nicht die Zeit hatten, groß Präsentationen oder so vorzubereiten. Vor allem, ich hatte die Zeit auch nicht. Mich hat es unter anderem gesundheitlich arg gebeutelt. Unter anderem, dann hatte ich noch andere kleine Schwierigkeiten, die erstmal gelöst werden mussten, weswegen die Zeit nicht da war, um eine Präsentation fertig zu machen. Denn, wie schon oft erwähnt, so eine Videopräsentation von der PE ist nicht in ein paar Minuten gemacht. Und damit spreche ich nicht allein von der Videobearbeitung selber, dem Schnitt, dem Zusammenstellen und dem Rendern und dann Hochladen, sondern da alles, was im Vorfeld erledigt werden muss. Ganz zu Beginn natürlich die PE selbst, dann die Analyse der Daten, und das sind immer eine Menge Daten, dann natürlich die Auswertung, was können wir nehmen, was wollen wir präsentieren, dann das Skript, denn ganz so ohne Vorbereitung geht das nicht. So immer voll frei von der Leber weg, das funktioniert nicht immer. Deswegen muss man natürlich auch entscheiden, welche Reihenfolge, der Ablauf, was zeigen wir und so weiter und so fort. Und das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Einmal durch die verdammte Erkrankung. Ich hatte es halt mit Grippe, Lungenentzündung und noch einem entzündeten Zahn dahingelegt für mehrere Wochen. Und da war nichts drin, absolut nichts. Problem war auch, dass in der Zeit die Analyse nur auf ein paar Personen verteilt werden konnte, ein paar Teammitglieder, weil andere auch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Und da kommen wir eigentlich auch gleich zu der zweiten Erklärung, nämlich die Privatfälle. Wie ihr wisst, Privatfälle, wenn wir um Hilfe gebeten werden, haben für uns Priorität. Das heißt, das stellen wir immer jeder anderen PE vorne weg, da dort natürlich wirklich Hilfe vonnöten ist. Die Leute haben Angst, die fühlen sich unwohl. Oft sind mehrere Familienmitglieder, inklusive auch Kinder, involviert. Und da ist es natürlich am wichtigsten, dass wir helfen und dass wir dafür Abhilfe schaffen und wieder für Ruhe, Erklärungen und so weiter und so fort. Und natürlich, das haben wir auch getan. So, zwischendrin, wenn es die Gesundheit, also es war vor meiner Erkrankung, hatten wir 2 Privat-PEs. Und ja, während der Analyse eigentlich dieser Daten, die wichtig gewesen wären, hat es mich dann gebeutelt und ein paar andere von uns auch. Es sind auch ein paar Schicksalsschläge passiert. Ich möchte da nicht ins Detail eingehen, weil das ist Privatsache, aber es hatte schon seine Gründe. Und dann stagnierte das natürlich auch. Und das hat uns jetzt alles ganz schön zurückgeworfen. Deswegen Priorität jetzt erst einmal die Analyse und vor allem die Zusammenstellung und die Präsentation für die Klienten fertig zu kriegen. Das steht erstmal ganz, ganz oben. Alles andere kommt danach. Wir sind gut vorangekommen mittlerweile wieder. Die erste Zusammenstellung ist fast fertig. Hat aber auch wieder dann lang genug gedauert mit der Verzögerung. Und die andere Zusammenstellung folgt auf dem Fuße. Das heißt, ein Teil des Teams hat sich um den einen Fall gekümmert, der Analyse, ein Teil des Teams um die andere. Und da wir die Zusammenstellung fertig haben, bekommen die Klienten entsprechend die Präsentation zugestellt und dann haben sie auch was in der Hand, was sie zum Beispiel, keine Ahnung, Familienmitgliedern, Freunden und für sich selbst eben finden können. Was Abhilfe von bestimmten Phänomenen angeht, das haben wir schon im Vorfeld machen können. Dazu haben wir die Analyse zum Glück nicht gebraucht. Aber es gibt auch immer noch Nacharbeit, es gibt Informationen, die wir teilen müssen, die wir erklären müssen und so weiter und so fort. Auch natürliche Erklärungen sind darunter, wo wir sagen können, das war eben was Natürliches, da braucht ihr keine Angst haben, etc. pp.
Sprich, Priorität hat jetzt erstmal der Abschluss der Privatfälle und wir haben jetzt dieses Wochenende schon den nächsten. Das heißt, das schiebt natürlich Präsentationen, Videopräsentationen immer so ein bisschen in den Hintergrund. Ich komme auch gleich nochmal auf die Privatfälle zu sprechen, was Präsentationen an sich angeht, aber alles der Reihe nach. Also wie gesagt, wir waren nicht inaktiv, wir sind nicht inaktiv, es geht weiter und auch Präsentationen werden wieder kommen. Da haben wir sogar einiges auf Lager, wo wir jetzt gucken müssen, wie machen wir das, wie präsentieren wir das, damit es auch für euch interessant bleibt. Noch ein Hinweis ist, ich denke, die meisten von euch wissen das, aber trotzdem, wir sind kein Entertainment-Programm, wir sind kein wöchentliches Fernsehprogramm, wir sind keine Daily Soap. Bei uns dauert es so oder so immer ein bisschen länger, bis eine Präsentation kommt. Die ist dafür aber immer recht umfangreich, wie ihr mittlerweile gemerkt haben dürftet, teilweise abendfüllend. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das heißt, es wird, wenn eine Präsentation kommt, wird die schon immer etwas ausführlicher sein und eine Menge gesammelter Daten haben, sodass man sich wirklich mit Popcorn und einer Cola oder was weiß ich vom Fernseher hocken kann und sich sozusagen den Abend versüßen kann, wenn man das mit dem Thema kann. Auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir sind kein Fernsehsender, wir sind kein Fernsehprogramm und wir sind keine Fernsehprofis. Wir haben keine Steadicam. Wenn ich weiß, was das ist ein Gestell, auf das unsere Kamera geschnallt wird, das dann mitschwingt und sozusagen das Wackeln ausgleicht und dann dadurch wirken dann diese Aufnahmen ja, im Englischen smoother, also sanfter. Und das haben wir nicht. Unsere Kameras sind nicht dafür da, irgendwelche geilen Action-Momente einzufangen oder irgendwelche die Hollywood-Qualität zu liefern, sondern sie sind da, sie sind unser verlängertes Auge. Sie beobachten nur das, was wir tun. Sie beobachten unsere Arbeit und sie nehmen die Arbeit auf und sie nehmen, wenn wir Glück haben, entsprechende Phänomene oder auch eben unsere Ergebnisse auf. Und das ist alles. Ja, das heißt, wir laufen nicht rum mit einem riesen Steadicam-Equipment und irgendwelchen Kameras auf Schienen oder so. Dafür ist das Fernsehen da. Wenn wir im Fernsehen unterwegs waren, klar waren die Aufnahmen ein bisschen professioneller, weil sie eben auch das nötige Equipment hatten. Das Equipment ist auch nicht billig, wie ihr wisst. Alles, was wir nutzen, haben wir zusammengespart. Jeder im Team bringt eigenes Equipment mit rein in die Gruppe und dementsprechend können wir auch immer nur nach unserem Schatten strecken und fertig. Aber ich denke, die meisten von euch dürften das wissen. Und ich persönlich bin eigentlich mit der Qualität mittlerweile recht zufrieden der Präsentation. Und wie gesagt, wenn es nicht gefällt, braucht es nicht gucken. Aber wir freuen uns über alle, die zuschauen und uns eher einen Daumen hoch geben. So, genau, kommen wir zu den Privatfällen. Ganz wichtig ist natürlich, wie gesagt, Privatfälle haben Priorität, ist klar. Und da ist es aber eine Schwierigkeit mit der Präsentation. Denn einige der letzten Privatfälle haben angegeben, dass sie natürlich nicht veröffentlicht werden wollen, zumindest nicht erkannt werden wollen. Was auch völlig nachvollziehbar ist, weil wenn man in einer, sagen wir mal, sehr gesprächigen Nachbarschaft wohnt, möchte man vielleicht auch nicht unbedingt, dass irgendwann einer sagt, hey, ihr wart da im Internet, bei euch war ein Geisterjäger. Ja, es gibt genug Leute, die immer noch dieses Thema ins Lächerliche ziehen. Deren Sache, aber wir wollen natürlich eben helfen und nicht für mehr Probleme sorgen bei den Klienten. Das heißt, nehmen wir ernst, wenn die sagen, ich möchte nicht gesehen werden, ist das natürlich völlig okay. Es gibt natürlich in vielen Privatfällen, auch in den letzten, die wir hatten, ein paar Ergebnisse, die einfach so beeindruckend sind, dass wir sie schon gern zeigen möchten. Und da müssen wir natürlich mit den Klienten sprechen und absprechen und abklären, wie können wir die zeigen. Ich denke, dass wir da eine Art Zusammenstellung machen, so eine Art Best-of-Privat-PEs, wo wir nicht viel von der Umgebung zeigen und natürlich keinen Klienten und nichts dergleichen, aber ein paar der Ergebnisse euch zeigen, wenn wir die Erlaubnis dafür bekommen. Bekommen wir sie nicht, dann landet der Fall bei uns im Archiv und die einzigen, die die Ergebnisse außer uns zu sehen bekommen, sind die Klienten. Gut, soviel zu den Privatfällen. So, dann kommen wir zur Präsentation. Also was wir jetzt ein paar Mal gemacht haben, wenn wir die Zeit und die Gesundheit und all das Mögliche dazu gefunden haben, waren Location-Checks. Ist ja so, zum einen ist ja unsere Sandra, unsere Recherche-Lady, durchforstet das Internet, Zeitungen, Artikel, alles Mögliche immer nach potenziellen Untersuchungsorten, die jetzt nicht privat sind, sondern die eben öffentlich zugänglich sind und entweder eine interessante Geschichte haben. Interessant heißt in dem Zusammenhang natürlich meistens
gruselig, creepy, bisschen was Übernatürliches dabei, bis hin zu sogenannte Spukorte. Hatten wir ja früher schon immer mal wieder, dass wir solche Orte auch besucht haben und haben geguckt, ist da was, ist da nichts, macht es Sinn, dort eine PE zu machen. Ein Location Check, müsst ihr euch vorstellen, funktioniert so, dass wir eine Mini-PE machen eigentlich an diesem Ort. Wir klabustern aus, wo müssen wir hin. Wir nehmen meistens zwei, drei, manchmal auch vier Locations der Reihe nach vor, beginnen meistens noch im Hellen und machen Außenaufnahmen, machen Innenaufnahmen, machen ein paar Testaufnahmen im Audiogerät, machen Testmessungen mit den EMF-Geräten, machen Fotos mit der Fullspec, mit der Infrarot und natürlich mit den Videokameras. Bei einigen Location-Checks hatten wir direkt, wie soll man sagen, direkte Aktivität, die nicht von schlechten Eltern war, bis hin zu Poltergeist-Aktivität. Uns hat man Türen vor der Nase zugeknallt, uns hat man Schränke hinterhergeworfen. So übertrieben das klingt, dass das passiert. Und das heißt, diese Orte halten wir fest und entweder machen wir dort eine Undercover rein Team-PE, obwohl ich jetzt zu den Team-PEs auch gleich nochmal komme, oder sogar können wir manche Orte auch als Gastermittler-Locations ausklabustern und sagen, okay, hier können wir mit Gastermittlern hingehen, das wird ein interessanter Ort, und aber nicht allzu gefährlich, das ist wichtig. Da haben wir natürlich einige interessante Ergebnisse schon gehabt und konnten jetzt auch schon festlegen, wo gehen wir hin, wo gehen wir mit Gastermittlern hin. Demnächst ist auch eine Gastermittler-PE, da komme ich gleich noch zu. Und was lohnt sich nicht oder was konnten wir sogar, weil bei dieser Location-Check bereits die Banken, auch da gab es einige Sachen. Das waren Orte, die so einen, sagen wir mal, einen gewissen Mythos, Legende um sich herum hatten und wir konnten den direkt bei dem Location-Check auflösen, erklären und sagen, okay, das ist ein Mythos und mehr nicht. Da werden wir eine Zusammenstellung machen, also ich logischerweise, eine Zusammenstellung machen mit so einer vagen Übersicht und mit den interessanten Ergebnissen, die bei diesen Location-Checks war. Natürlich haben wir auch jetzt, letztes Wochenende haben wir eine kleine PE gemacht, die war dann schon etwas ausführlicher als nur ein Location-Check, aber da haben wir auch insgesamt drei Orte uns angeguckt. Einen konnten wir absolut debunken, einen mussten wir ausschließen, der ist weder für eine PE für uns noch für eine Gastermittler-PE geeignet, ist einfach zu uninteressant, zu klein und zu wenig Areal, können wir nicht nutzen. Und eine Location haben wir gesehen, die hat es in sich, und zwar richtig. Da waren wir jetzt schon zweimal, einmal beim Location-Check und einmal jetzt mit der PE, wo wir eine 3-Mann-PE gemacht haben, aber da könnte man tatsächlich auch überlegen, mal mit den Gastermittlern hinzugehen. Das dürfte eine gewisse Erfahrung werden. Dürft ihr darauf gespannt sein, wenn die Privatermittlungen abgeschlossen sind und die Präsentationen da gelaufen sind, dann gibt es auf jeden Fall eine Zusammenstellung. Das werden wahrscheinlich 2 bis 3 Videos insgesamt sein mit den Location-Checks, weil mit denen hatten wir schon im letzten Jahr begonnen. Kommen wir zu den Gastermittlungen. Wie gesagt, die nächste Gastermittlung steht an. Wer Interesse nach wie vor hat, bei der Gastermittlung auch mal mit zu sein, der kann ganz normal auf unserer Webpage das Formular ausfüllen. Dann kommt derjenige oder diejenige bei uns in den Pool. Das heißt, wir haben eine extra Facebook-Chat-Gruppe, wo wir Gastermittler dann einladen und dort werden dann auch die Termine vergeben. Dort wird geklärt, wer kommt wie wohin, gibt es Fahrtmöglichkeiten, muss übernachtet werden, solche Dinge. Das klären wir dann alles dort drin. Nach wie vor, wer Interesse hat, kann sich gerne dort bei uns bewerben, ja, dann wird er halt in den Pool genommen. Kleine Vorwarnung, momentan sind einige Leute drin und der Chat ist auch sehr aktiv, es wird also sehr viel drin geschrieben und nicht alles geht zu uns über, natürlich der Papa wird natürlich auch teilweise Privates gebabbelt unter den Gastermittlern untereinander, was wir mittlerweile aber begrüßen, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, die Leute auch besser kennenzulernen. Nicht nur untereinander, weil die treffen sich ja dann auch mit den anderen Gastermittlern und uns bei der PE, sondern wir selber können die Leute auch besser kennenlernen, besser einschätzen. Macht also eigentlich Sinn. Dann noch eine Sache. Unsere Videos bekommen ja Kommentare in YouTube. Und zwar nicht wenige. Wir kriegen ja den Hinweis, wir lesen die Kommentare auch. Joey hat sich auf die Fahne geschrieben, zu versuchen, die meisten auch direkt zu beantworten. Ich persönlich komme da meistens nicht zu, muss ich eingestehen, weil ich eben zeitlich sehr eingespannt bin. Und er übernimmt das, aber es bleiben immer mal auch ein paar Kommentare auf der Strecke. Und damit meine ich vor allem Fragen, die gestellt werden oder Erklärungen, die gewünscht werden. Oder wenn Leute wirklich nur schreiben, was heißt eigentlich das und das oder bedeutet das das und das und so weiter und so fort. Da haben wir uns überlegt, dass wir mal ein Video machen,
wo wir einzelne Kommentare raussuchen und direkt hier die Kamera erklären und darauf eingehen. Das werden aber hauptsächlich Kommentare sein, die auch in irgendeiner Weise Sinn ergeben, also irgendwelche Hater-Kritiken oder sowas in der Richtung, was auch immer mal vorkommt, oder irgendwelche, die sind besser als ihr oder ihr seid das, darauf braucht man nicht eingehen, macht keinen Sinn, ist klar. Also wirklich, wo entweder gefragt wird oder wo auch Leute zum Beispiel auch was entdeckt haben, noch zusätzlich, auch das möchten wir gerne mal honorieren und zeigen, und das werden wir dann auch mal machen im Laufe dieses Jahres. Da werde ich mir auch einen vom Team schnappen und das mit ihm gemeinsam machen, immer mal abwechselnd, dass ihr nicht immer nur mein hübsches Gesicht bewundern müsst in der Kamera. So, dann, das sind noch Überlegungen. Zum Beispiel haben wir überlegt, ob wir einen wöchentlichen Vlog wenigstens machen, also ein Videotagebuch von Andapava, was immer wieder vielleicht auch mal ein anderes Mitglied macht und was einfach so aufgespielt wird, ohne jetzt großes Intro und große Action, sondern einfach nur, wo entweder erzählt wird, was haben wir gemacht die Woche, haben wir irgendwas Interessantes erlebt, wie war der letzte Location-Check, solche Dinge. Wir wollen das eher machen statt ein Livestream, denn ein Livestream ist schwierig. Wenn wir draußen im Feld sind, haben wir keinen Strom in der Regel oder wir müssen einen Generator mitschleppen. Und dann können wir das nur mit dem Handy machen. Und in manchen Regionen haben wir nicht mal Empfang. Das kommt auch vor. Manchmal sind wir tief im Wald, hoch auf dem Berg oder in irgendeine Höhle oder in irgendein Gebäude, was jenseits von Gut und Böse liegt. Da haben wir keinen Empfang, da können wir keinen Livestream machen. Also haben wir überlegt, dass wir einen Videolog einfach machen, wo wir sozusagen nacherzählen und ein paar Aufnahmen von der Aktion einspielen. Mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen. Wie gesagt, ist in der Planung. Dann, kurzer Hinweis, wir werden ein paar Mal wieder auch mit der Presse unterwegs sein. Da haben wir einige Anfragen und sind da jetzt auch am herauskristallisieren, wohin wir gehen. Also da geht es jetzt wieder, das sind offizielle Plätze, wo wir Erlaubnisse einfahren müssen, weil das einfach für die Presse natürlich nochmal ein Tick interessanter ist und auch für uns auch. Und es uns immer wieder die Möglichkeit gibt, auch mal die Orte zu besuchen, die nicht so leicht zu betreten sind, weil sie nämlich komplett abgedichtet, abgeschlossen und eigentlich nicht erlaubt sind. Aber mit der Hilfe der netten Leute von der Presse haben wir dann ein gewisses Argument, mit dem wir halt sagen können, die kommen mit, wir machen dann eine Reportage drüber und untersuchen den Ort. Also drückt uns da mal die Daumen, da haben wir nämlich ein paar sehr schöne Orte im Petto. Wenn das klappt, wäre ziemlich gut, ziemlich genial. Okay, Gemeinschaft-PEs haben wir noch. Und zwar, natürlich werden wir auch mit anderen Teams wieder Gemeinschaft-PEs machen. Wir haben Anfragen bekommen, selber auch nochmal angefragt und da sind einige im Gespräch. Ja, auch ehemalige Mitglieder, die jetzt anders unterwegs sind, wollen mit uns mal wieder was machen und da sagen wir nicht nein. Und das wird hoffentlich das Jahr auch klappen, die ein oder andere Gemeinschafts-PE, und wird bestimmt wieder noch eine sehr interessante Sache. So Gemeinschaftsprojekte sind immer sehr, sehr schön eigentlich. Und in dem Zusammenhang noch ein Hinweis, ihr wisst, unser engstes Partnerteam, dem Sascha sein Team, die Ghost Investigators Germany, ehemals Cologne, sind natürlich mit uns am engsten vertraut, und es wird jetzt sehr oft auch sein, dass PEs gemischt sein werden. Das heißt Undercover auf der einen Seite, aber es werden auch immer Mitglieder von der GEG mit dabei sein. Genauso wie umgekehrt, wenn die GEG unterwegs ist, kann es gut vorkommen, dass ein oder zwei Mitglieder von Undercover dann dort dabei sind. Denn ich muss sagen, die Zusammenarbeit, die funktioniert sehr gut. Das Verständnis untereinander funktioniert sehr gut. Und Sascha und ich sind da die, ich glaube, sehr fähigen Bindeglieder zwischen den beiden. Und das möchten wir auch so beibehalten. Und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, mehr Aufträge anzunehmen und mehr Aufträge abzuarbeiten. Was natürlich wieder positiv für die Klienten und für die Anträge steht. Also nicht wundern, wenn dann in den zukünftigen PEs, außer den Leuten, den ihr im Trailer-Vorstellung, der Teamvorstellung gesehen habt, auch noch das ein oder andere Gesicht auftaucht, was nicht zu Undercover gehört, sondern zur GEG. Und umgekehrt. Fans der GEG werden immer öfters mal auch eins von unseren hübschen Visagen erblicken in deren Untersuchung. Kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Und zwar, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Präsentation, PE, Präsentation, alles was damit zusammenhängt, ist ein Riesenvorgang, dauert seine Zeit.
Und wir erzählen immer nur davon, aber wir wollen euch das auch mal zeigen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir halt endlich mal so ein Behind-the-Scenes-Video machen. Das heißt, dass wir von Auftragannahme, Beratung, Planung, Ausführung, Aufbau, PE selber, Abbau, Analyse, Auswertung, Zusammenschnitt, Videobearbeitung bis hin zur Präsentation euch mal die einzelnen Schritte zeigen. Und vielleicht zeigen wir sogar ein bisschen was aus dem Privatleben, dass ihr halt auch noch seht, dass wir eben nicht leider nur für Undercover leben können oder für paranormale Ermittlungen leben können und uns nur die Zeit dafür nehmen können. Das geht nämlich nun mal auch nicht. Denn jeder von uns hat einen Hauptjob, der erstmal zwischen 8 und 10 Stunden am Tag verlangt. Ist nun mal so. Bleibt schon mal nicht mehr sehr viel übrig für den Rest des Tages, um eben die Undercover-Arbeit zu machen. Zweitens, jeder hat auch noch ein Privatleben und das umschließt Familie, Beziehungen, Haushalt. Das gehört auch noch erstmal dazu, das sind auch noch die Pflichten, denen wir nachgehen müssen. Das können wir nicht links liegen lassen und sagen, nö, ich hocke mich jetzt vor dem Computer und mache mein Ding, das geht nicht. Und dazu haben viele von uns auch noch andere Hobbys oder Leidenschaften, denen man trotzdem auch nachgehen will. Ich für meinen Teil mache dreimal die Woche, trainiere ich. Das sieht man mir vielleicht nicht unbedingt an, aber ich bin doch ein regelmäßig sporttreibender Mensch. Ist halt Kraftsport und das ist dreimal die Woche und das nimmt auch mal vorneweg zwischen anderthalb und zwei Stunden in Anspruch. Und die fehlen mir natürlich dann wieder von Videobearbeitung etc. pp. Und jeder andere von uns hat aber auch andere Leidenschaften, Hobbys, Aktivitäten, die eben auch mit reinpassen müssen. Und vielleicht zeigen wir euch in den Behind the Scenes auch mal so ein bisschen was aus dem Leben der einzelnen Teammitglieder. Natürlich keine großen Details, aber so ein bisschen eine Übersicht, dass ihr seht, was machen wir eigentlich sonst noch, außer Ermittlungen im paranormalen Bereich. Denn da ist eine Menge mehr. Das ist ein Projekt, das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann fertig sein, weil wir sammeln dann einfach Szenen, Aufnahmen und ich mache daraus eine kleine Doku sozusagen. Einfach mal, ist sozusagen das Weihnachtsprojekt 2017 für euch, dass ihr einfach mal seht, was alles noch so dahinter steckt, außer dass ich hier vor der Kamera sitze und irgendwas erzähle und dann euch irgendwelche Szenen von den PEs zeige. So, das war's. War jetzt lange genug gebabbelt. Danke für das Durchhaltevermögen und die Aufmerksamkeit. Also wie gesagt, ihr habt jetzt im Video gehört, was alles noch kommen wird und kommen wird. Wir sind aktiv, wir bleiben aktiv, da ändert sich nichts. Wer es schon wieder vergessen hat, weil ich zu lang oder zu viel oder zu schnell gelabert habe, der kann das Video nochmal zurückspulen und nochmal von vorne gucken. Ansonsten danken wir euch, danke ich euch nach wie vor für die Unterstützung, für den Zuspruch, für das Interesse, fürs Zuschauen. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns. Ciao. Mi, 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 mi. Ach, durch das Licht sehe ich nie, was hier geschrieben steht. Danke, danke, danke. So. Ich sehe nichts. Ah, genau.